Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, mein Pfeil zeigt mir, ich soll mal da hingucken und guck mal da. Oh, falscher Knopf, da. Und ja, ich habe ja die Robe gefunden, das hat ganz schön gedauert, ey. So 10 Minuten bin ich hier sicherlich schon so rumgelaufen und ja, weiß nicht. Dieses Key aufspielen bringt es irgendwie nicht so, weil, weiß nicht, sobald ich irgendwie hinter irgendwas bin, sehe ich das nicht. Was irgendwie nicht... Weiß nicht, so funktioniert Key irgendwie nicht. Also ja. Jedenfalls, wir gehen mal auf den los und fangen den jetzt mal. Ja. Hi. So wollte ich das eigentlich machen. Ich wollte nicht so hoch springen. Da bist du. Zeig dich. Oder soll ich dich und diesen Felsen in Stücke sprengen? Doch, ich werde den Kerl nicht los. Ich bin ja sowas von tot. Ich war nur mal kurz dabei schon. Mich erleichtern. Nicht erleichtern, genug von, keine Ausreden mehr. Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann komm endlich. Was, ich will nicht gegen dich kämpfen, bist du irre? Halt, ich meine, ich werde nicht kämpfen, weil ich nicht kann. Wegen des harten Trainings bei Gott ist mein Schwert nicht mehr so scharf wie früher. Hm, dann hole ich dir ein neues, warte hier. So einfach ist es nicht, das ist kein normales Schwert, das wurde vom krassesten Schmied überhaupt geschmiedet. Ich dachte eigentlich, dass sie ihn mal darüber schauen, vielleicht kann er was machen. Also ja, aus dem Kampf wird nicht, tut mir leid. Und Schwert bin ich echt keine Herausforderung. Na gut, aber eins will ich noch sagen. Wenn du gegen mich kämpfst, dann Mann gegen Mann. Kein Unfug mehr, verstanden? Natürlich, ganz ehrlich. Ich kann es kaum erwarten, gegen dich zu kämpfen. Ich muss hier raus, irgendwo hin, ganz weit weg. Story abgeschlossen, alles klar. Wie ist ein Hähnchen und Bestienfleisch. Gut. Da gibt es Kräuter. Okay, ich habe noch einige andere interessante Sachen gefunden, aber ich hoffe, ich finde die jetzt auch wieder, ne? Wird vielleicht so irgendwie hier durch die Gegend fliegen, ne? Ja, da gibt es Kräuter, da habe ich mal irgendwie so ein paar Gazellen oder so gefangen. Weiß ich nicht, die haben mir irgendwie einen Eintrag gegeben in der Z-Enzyklopädie. Und ja, da habe ich noch was gefunden, und zwar, wo war das nochmal? Wo ist der Sumpf, wo wir am Schuh gefunden haben? Da wurde mir zwar nichts eingezeigt, irgendwie so in Sachen Nebenquests und so, aber da. Und jetzt? Gucken wir mal hier. Ich dachte, ich hätte einen Schatz gesehen. Hi, na? Upsala. Hey, Schuhmoi, kommt mal. Ja, das ist ja ein Dinosaurier. Ich kann nicht. Jetzt zum Teufel bist du raus hier. Hey, wir sind beide die Hauptbösewichte aus Dragon Ball. Ein bisschen mehr Respekt, Kollege. So, da wo wir ja Chirobi gefunden haben, da hatte ich auch noch irgendwie so, weiß nicht, so ein Memoir gefunden oder weiß nicht, so ein Dragon Ball Dingen, ich weiß es nicht genau. So, ich habe übrigens auch rausgefunden, hier. Ich kann mir hier angucken, was für Nebenquests ich so habe, und da wird mir auch oben rechts angezeigt, wie lange die nur erfüllbar sind. Und ja, einige sind echt nur für die jetzige Story irgendwie ja verfügbar. Also gut, dass ich die mal direkt mache. Und ich weiß nicht, ob einige erst aufgedeckt werden, nachdem ich die ja gefunden habe oder so. Aber ja, ich nehme jetzt mal an, da ist zum Beispiel noch irgendwas. Oh, im Viereck mache ich mal. Was ist das hier? Warum blinkt das? Keine Ahnung. So, jedenfalls. Wo ist jetzt die Markierung? Da ist ja am Show. Ich habe dich gerade gesucht. Ey. Ich mal gucken wollte, wie das aussieht, wenn ich Leute mit dem Dings sehe, mit den Key. Ja, von den Tieren her bekommst du es. Da wo ist jetzt dieses Ding da? Ich noch einmal da vorbeischauen. Warum das da so ein Blinken ist? Was ist das? Das ist einfach nur meine Markierung, ne? Du, komm mal her.
Ah. Ich kann mich immer noch beömmeln über diesen Einwart, wo ich das gemacht habe. So, keine Ahnung. Ich finde ja alles irgendwie nicht wieder, nachdem ich jetzt einmal gefunden habe. Deswegen, ja. Gehen wir einfach weiter. Zur Story. Kann ich den Dings entfernen, bitte? Ja, so, wo müssen wir jetzt hin? Keine Ahnung, ich folge einfach. Da der Story. Boom. Ich nehme jetzt mal an, wir werden nur Nebenquests angezeigt. Wir werden die so oder so angezeigt, auch wenn ich. Nee, das war Blaues jetzt. Was? Warte mal. Da war hier. Wieso? Was ist hier? Was ist denn hier? Wenn sie den Knopf nicht irgendwo anders hinpacken können, ne? Okay, keine Ahnung, wenn ich hier rausgehe, dann wird mir da was Blaues angezeigt. Also nicht mal anders ist ja. Ups. So, jetzt guck mal da auf der Karte, ne? Oh, der ist jetzt weg. Also, was bedeutet das? Ich da die Finger fangen sollen oder was für Yajirobe? Ups, oder? Was wird das Spiel hier von mir? Ich glaube, hier hätte ich die Rehe fangen sollen, ne? Ich fange mal 6 Stück. Ich fühle ich jetzt schon ab. Ich habe ja an einen anderen Ort, glaube ich, gefangen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hat die Mission erledigt, also. Was er ist noch irgendjemand so. Aber hier ist niemand. Na gut. Aber machen wir weiter. Ich habe so ein Gefühl. Ich hoffe, man kann irgendwie zwischen den Sagen irgendwie so wechseln. Weiß ich nicht. Damit ich, falls ich eine Quest mal verpasst habe, mal irgendwie, weiß ich nicht, die wieder irgendwie machen kann oder so. So. Das heißt, diese krasse Energie, die du die ganze Zeit spürst. Belohnung, EP, heiliger Text der Kampfkunst und Zeugs. Alles klar. Machen wir weiter mit der Story. Jetzt müsste Song. Ich nehme jetzt mal an, wir spielen Son Gohan und wir kämpfen gegen Piccolo. Ne, irgendwie so was. Wir wissen, dass einige mächtige Saiyajin in einem Jahr auf die Erde landen, bereiten sich die Krieger auf einen harten Kampf vor. Ja, es sind nur noch ein paar Monate, ne? 6 Monate. Wie lange hat das noch mal gedauert? 1 Million Kilometer. Ist ganz schön dämlich irgendwie. Warum tut er so? Warum tut er so weit entfernt wohnen? Macht die Schwerkraft nichts aus? Ja. Herrscher der nördlichen Galaxis, Meister Kaio. Ich
Moshi Moshi. Are? Dare mo denwa ni. Alma. Saiko. Rumkugeln, tun rumkugeln. Nani? Omae nani shi ni koko ni kita? Ora, Kaiou sama ni shigyou shite morau to motte. Totto kaere. Share no wakaran yatsu ni shugyou nado shite yaru mon ka? So りゃねえよ。頼むよ、海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。え？オラがシャレをか？Rumkugeln, Ton, rumkugeln. Kuh macht ab und zu Mu. Wo wohnt eine Katze am liebsten? Im Mietshaus. Ich nehme an, wenn ich die anderen beiden genommen hätte, hätte gesagt, hey, den kenne ich doch schon. Den habe ich doch gerade erzählt, du Idiot. Die Kuh macht ab und zu Mu. Meine Witze sind spitze. So, das Meister Kai als Trainings-Community Anführer halten und ein neues Community-Board freigeschaltet. Schön. Boah, sind da viele. Dann dein EP und deine Abwehr erhöhen. Beteilige dich an diesem Community, wenn du bei Kämpfen strategischer vorgehen willst. Klar. Oder nicht? Na, warten wir erstmal. Den mal da oder einpacken können. Und Gott. Ne. Hat er doch. ここまでのやつとはいいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。か、海王拳を、そしてあの必殺技を。Ah, müssen wir nicht einen Affen fangen, Schal. Bananas. Egal.Kann ich ja sagen. Son Goku kommt endlich auf Meister Kaios Planeten an und beginnt mit seinen Training. In der Zwischenzeit ist Son Gohan und an den Herausforderungen der Wildnis gewachsen. Da sieht man schon eine kleine Vorschau auf, was uns erwartet, ne? Das sieht voll episch aus. Auf Final Boss irgendwie. Wer ist nicht gesammelt, die Seelenabzeichen auf ein Community Board setzen? Ach, warten mal. So notwendig ist das jetzt noch nicht, finde ich. Aber ich werde das schon machen, weiß nicht, wie die Zeit gekommen ist. Währenddessen auf Planet Erde. Ein göttlicher Lehrer. Hey, ist das Foreshadowing? Erfahrungspunkte. Son Gohan. Stufe 5. Was eine Belohnung freigeschaltet. Wir siegen den umwandernden Dinosaurier und holen sein Fleisch. Du kannst herum, wenn sie den Dinosaurier K.O. gehen lassen, indem du sie mit Kiaxfüllung angreifst. Sodass sie Essen und Materialien pflanzen. Sobald sie getroffen wurden, stürmen sie auf dich zu. Und wenn sie dich treffen, wirst du zurückgeschossen. Aber sie fügen dir keinen Schaden zu. Also achte beim Feuern auf Abstand. Bleib ruhig. Warte, die machen mir keinen Schaden. Okay. Hi, na?
Wenn die Kirks versuchen, den Dinosaurier zu besiegen. Aua! Na. In die Fresse. Ah. Wenn wir sowieso keinen Schaden machen, dann ist es doch egal, ob ich die getroffen werde oder nicht eigentlich. Hi. リンゴ1つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。ピッコロ。あれ、今、スポーン。 konnte Son Gohan fliegen? Son Gohan hatte begonnen, mit Piccolo zu trainieren. Um das Fliegen zu lernen, musste er erst sein Ki beherrschen. Piccolo als strengen Lehrer lernte Son Gohan mit den Zeit sein Ki zu kontrollieren. Ich habe gerade Kings, wo sie auf den Dinosaurier gefeuert. Was? よし、そうだ。昨日コントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。しょべ、マイク、ドロガス、ぜん。ファンタン。 Da sehe ich aber eine Quest. Du kannst jetzt fliegen, wenn du Son Gohan spielst. So. Nee, das ist nur die Sonne. So Regenbogenfarben. Ah, da ist was. Ah, oh nein, Baba. Die Medaille. Ich weiß immer noch nicht, wofür die da sind, aber ist da jemand? Ja, ich bin hier. Was geht? Was? Hi. Gehören die zu dir? Alles in Ordnung? Ah, diese Roboter belästigen mich. Hilfe! Wie Bob. Tolles Buch für Erwachsene, schicke Ohren. Der alten Frau helfen, ja. Trübe Zukunft. Nee, warte, das kommt doch noch. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich muss der Frau helfen. Na gut, auf geht's. So. Au. Ja, feuert jemand auf mich gleich. So, was hast du denn für Angriffe? Masenko. Okay, die sind nur Level 3, also. Da, du bist weg. Da. Oh ja. Und weg ist er. Ja, wieder noch einfach. Puh, ich weiß es nicht, dass ich den erledigt habe. Hm, gut gemacht, Junge. Du hast mich gerettet. Hier ist es nicht sicher. Hier gibt es lauter gefährliche Sachen. Diesen bin ich mir bewusst. Ich habe, es gibt da etwas, was ich unbedingt haben muss. Ich wollte eigentlich meine Assistenten schicken. Und natürlich leiden sie gerade am Bauch und Kopfschmerzen. Keine Ahnung, warum ich sie nicht feuere. Deshalb bin ich allein hier. Was wolltest du denn finden? Oh meine Güte, du bist ja aber neugierig. Das hier suche ich. Masaring Baba zeigte Son Gohan einen wunderschönen Stein. Das ist ein Stein. Das ist ein Samenkorn. Nehmen wir an, dass wir einen Samenkorn. Das ist kein gewöhnlicher Stein. Er hat die nötige Kraft, um meinen Kristallkohl zu verbessern, die ich zum Wahrsagen benutze. Ah, du bist also eine Wahrsagerin. Wer ist eine Wahrsagerin, Baba? Uranai, Baba.
Ohoho, so ist es. Ich bin Vasaring Baba. Dein Vater und ich kennen uns schon sehr lange. Was? Mein Vater? Du kennst meinen Vater? Ja, ich kenne ihn, seit er ein Kind war. Wow. Wer verratet dir nicht über uns? Wenn du mehr wissen willst, solltest du deinen Vater fragen, wenn er zurückkommt. Nun denn, zurück zu meiner Kristallkugel. Ich beabsichtige die Kraft dieses Steins zu nutzen, um die Zukunft der Erde zu sehen. In letzter Zeit konnte ich nicht viel sehen, als ich versuchte, mehr über die Zukunft des Planeten zu erfahren. Ich fürchte, dass ich vielleicht nichts von einer bevorstehenden Tragödie erfahre. Darum hoffe ich, mit diesem Stein die Kraft meiner Kristallkugel zu steigern. Ich habe sich teste die neue Kraft meiner Kugel, indem ich deine Zukunft sehe. Ich schulde ja was für meine Rettung. Danke, aber eigentlich bin ich ganz schön in Eile. Ach, das dauert nicht lange. Um an einer Stelle würde ich mir die Kosten der Prophezeiung anhören. Normalerweise kostet sie ein Vermögen. Ich verlange 10 Millionen Zenny pro Prophezeiung, aber ich bin bereit, es dieses Mal kostenlos zu machen. Oh, das war kein Scherz, das ist wirklich ein Vermögen. Na gut, ich will die Prophezeiung hören. Na gut, fangen wir an. Oh, hoi, hoi, poi, poi und ha. Du meine Güte, also... Was meinst du? Irgendwie machst du mir Angst. Bitte sag doch was, du stresst mich. Deine Zukunft umfasst zweifellos sehr viele schwere Zeiten. Schwierigkeiten? Du hast einen harten Kampf vor dir. Ich muss ehrlich sein, so ein schwieriges Leben habe ich noch nie gesehen. Oh nee. Aber ich sehe am Ende, es tut uns ein vages, aber starkes Licht. Es ist also nicht alles verloren. Ach, also danke für die Prophezeiung. Ich muss jetzt los. Meine Prophezeiungen sind hundertprozentig korrekt. Wenn ich sage, dass es einen nicht gibt, dann gibt es das auch. Jetzt zur Zukunft der Erde. Hier werden wohl zwei Kugeln landen. Danach sehe ich nur Dunkelheit. Was ist mit diesem Ding los? Ich habe gerade ihre Kraft gesteigert. Das bedeutet wohl, dass etwas Unglaubliches passieren wird. Dunkelheit. Die Zukunft des Jungen war auch voller Dunkelheit, aber das war ein Licht zu sehen. Vielleicht sind die Schicksale des Jungen und das des Planeten auf tiefgründige Art und Weise verbunden. Sie sind mit Sicherheit verbunden. Schließlich ist der Junge Son Gokus Sohn. Welche Tragödie diesen Planeten erwarten mag? Wir sind bestimmt in sicheren Händen. Ich warte groß von ihr, Son Gohan. Okay, cool. So. Wir stehen also garantiert extrem schwere Zeiten vor. Was? Okay. Du warst aber hier, ne? Gut. Aber die werden immer direkt angezeigt, also das ist ja schon mal gut. Oh, dann catchen wir mal ein bisschen mit Piccolo. Jetzt mal voll auf die Phrase, pass auf. Hey, was Level 8? Aua! Oh nee, ich hab getroffen. Au, au, nein. Ah, sehr gut. Eigentlich sind die Kämpfe voll einfach, ne? Aber was war noch kommt, die Bosskämpfe sind wahrscheinlich das Schwierige. Denn nur noch 15 Kämpfe wahrscheinlich nicht. Aber ich spiel ja nicht, weil ich eine Herausforderung will. Also ich will schon eine Herausforderung, aber das ist nicht der Grund, warum ich dieses Spiel spielen will. Oha. Wie ich sterb. Ja, aber bist du denn eigentlich? Irre, ich dachte, du willst mich trainieren. Aber vielleicht bin ich auch noch einfach zu gut. Ich mal guck's dir mal an. Ich will eigentlich nur normale Angriffe machen. Na. Oh. Ah. Das war einfach. Das war ja voll einfach. Kono hantoshi de nakimushi dake wa nan toka naotta yo da na. Ne, Piccolo-san wa
昔、お父さんと戦ったんでしょ?まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次はキサマの父の番だ。でも、お父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。 Währenddessen im Jenseits. この大レンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃ、あっさりとまあ。見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが。 元気玉はすべてのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。 Etwas Zeit verstrich. Und Son Gohans intensives Training mit Piccolo auf der Erde ging weiter. <笑>休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか?でも、少しくらい。甘ったれるな。 死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そして最悪人よりもな。わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。いや、そんごはんはちょっとひどいね。ひとまず、5歳の幼児。 Verstorben, muss den Planeten retten. Von da an geht es nur noch bergab. Also emotionsmäßig. お父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ。どうせならこのまま家に帰って。よ、よし。ちょっと食べ物を探してこようかな。Stimmt, ist er nicht mal ganz kurz nach Hause gegangen in der Serie, nur um dann wieder, weiß ich nicht, zurückzugehen. Ja, Problem ist, da ist schon wieder so ein glänzendes Ding. Ich denke mal, sind diese. Kommen die näher? Nee. Das ist meins. Das auch. Diese ganzen Dragon Ball
Dinger sind bestimmt voll gut versteckt, ne? Da, da war was. Nehmen wir da. Ich weiß immer noch nicht, wofür die da sind. Wird mir halt irgendwann mal erklärt, ja. Ich will jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, schon hier irgendwie was machen, bevor. Ja, da will ich machen, so. So, Blacksumpf, das ist doch da, wo ich am Schuh war, ne? Okay, hier. Muss schon sagen. Da gibt es irgendwas, was ich ja noch nicht getötet habe oder so. für Einträge natürlich, ne? Ja, ich wette, da ist irgendwas. Pass auf. Oh, das ist auch schon wieder so ein Ding. Irgendwas hier drin. Hey, da war was. Hi. Okay. Gehen wir mal nach Hause. Für eine Pause. Vielleicht gibt es ja da irgendwas zu erlegen. Piccolo, strenges Training. Strengen Trainingsmüde verursacht Son Gohan für eine Art Pause nach Hause zu schleichen. Seinen Weg trifft er jemanden. Also nicht. Ich versuche zurückzudenken. Ich meine, Son Gohan war mal kurz irgendwie so davor, irgendwie nach Hause zurückzukehren, aber dann ist ihn irgendwie, weiß ich nicht, bewusst geworden, wie ernst die Situation ist, und ja, dann ist er wieder zurück zum Training gegangen oder so, aber ich weiß halt nicht mehr. Nur sein, dass der Pillar gewesen ist, ne? Oder? Das ist eine Belohnung freigeschaltet. So. Oh, ist das Angelplatz? Lass mal angeln. Also für den nächsten Part können schon, ja, Saiyajins auftauchen, deswegen. Deswegen weiß ich nicht. Will ich vielleicht noch etwas Zeit hier verschwenden, sag ich mal. Damit die so am Ende des Parts nicht auftauchen. Aber ich habe so quer, wird sowieso passieren. Du, na, ja. Bonk. Das ist ein neuer, ich weiß nicht, großer Fisch, weiß ich nicht, glaub nicht. Lass mal da nachgucken. Schon wieder eine Menge ja gefunden. Eintrag, Kategorie Story. Karte 04, okay. Karten. Rock, wie genau ist Gott auf die Erde gekommen? Was? Dann damit zu tun. Ja, gut, weiter. Fällt gerade auf. Ja, ich kann nicht Jindo-Jun rufen, weil ich unten auf den Steuerkreuz drücke, dann tue ich auch unterfallen. Na, kann ich irgendwie flüchten?
War eine gute Frage, da kann ich flüchten. Was hat? Und du auch. Oh Gott. Au. Der war dann schon wieder auf mich. Kann ich auch hier. Was hat? Ja. Irgendwie treffe ich mit diesen Angriffen nie. Hier was hat? Mein Gott. Dann gehen wir mal nach. Eine kleine Arena haben wir, wie das aussieht. Aber jetzt gehen wir nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Oh, Namen. Ich habe gehört, dass er hier in der Gegend lebt. Betonung liegt auf Leben. Mich hat es schlecht vorbereitet gefühlt, deshalb reise ich um meinen Stab zu holen. Ich glaube, dass er am Schuh in der Gegend lebt. Ein Kämpfer, der meinen Kampfsport von der Welt genommen hat. Wenn ich ihn finden kann, würde ich gerne einen Trainingskampf gegen ihn antreten. Warte mal, ist das hier? Ja. Stimmt, da könnte diese Wüste sein. Son Goku auf dem Schuh getroffen hat. Cool. Hab ich hier rote Kristalle gefunden? Was? Hey, guck mal, wer da ist. Kampfsport Moderator. Oh, der Kampfsport Weltturnier Mitarbeiter und ich suche nach guten Steinen, die wir für die Turnier Arena finden können. Ich glaube nicht, dass wir etwas finden werden, das diesen Ansprüchen gerecht wird. Übrigens, du kannst das ja haben. Eisenerz. Da Rotkristalle. Das sind Gegner. Wir sind nicht wert. Da. Oh. Ah. Komm her. Ich will nicht überleveln hier für die Story oder so, ne? Sagt er, bevor er eben weiß nicht im nächsten Part gleich auf die Fresse kriegt oder so, ne? Lager. Okay, weg. Ich will jetzt nicht gegen so viele Gegner kämpfen, hallo? Komm her. In die Fresse, so. Okay, aufgestiegen. Schon sagen, kommen jetzt schon wieder Gegner. Ja, auch sehr. Bevor wir reingehen, wie kann man noch mal hier Dings super Fähigkeiten Baum ansehen? Oh, ich kann meine Angriffe hochleveln oder was? Okay. Nicht, brauche ich das im Moment alles? Ich glaube nicht. Und der weiß, wenn es in den Massen ausgeht. Okay. Alles klar, gut, raus hier. Oder liegt was? Da liegt was Schönes. Ich liebe dieses Landegeräusch, genau wie in der Serie.
Warte mal. Aber in der Luft hier. Was? Also. Mal einsammeln, keine Ahnung. Ich dachte, ich habe da was gefunden, was Schönes. Also irgendwas. Hi Mom, ich bin zu Hause. Hey, das ist Pool. Transformationsspezialist Pool. Nee, kein Wort. Los. Noch mehr? Ich mache ich fertig. Fieslings namens Berserker Gegner sind von finsteren, blutrohen Augen gegeben und wesentlich stärker als normale Gegner. Schaltet sie so auf eigene Gefahr aus. Aber ich muss sie halt erlegen, wann. Ach, geht doch. So auf hier. Ja, der ist Level 3. Ha. Ich sehe keinen Unterschied. Da! Gott. So viel KP. Finsteres Oben. Und Pol. Ich meine, die müssen irgendwie so einen Grund haben, die ganzen Charaktere irgendwie so einzufügen. Und da lag doch noch was, glaube ich. Okay. Auftauchen von Berserker-Gegner. Mächtige Gegner namens Berserker-Gegner finden sich jetzt überall auf der Welt. Sie bringen seltene Set-Kugeln und seltene Spezialobjekte ein, wenn du sie besiegst.
Wenn du sehr gerne Gegner besiegst, erscheinen noch stärker. Je stärker Gegner, desto größer die Belohnung. Also tritt gegen sie an, wenn du dich traust. Sein Schürze. Was? Aber ist hier. Wo sind die Dinger nochmal da? Die kriege ich auch immer, wenn ich irgendwie in der Dings hier was mache. So. Auch noch was. Ich hoffe, diese Dinger taucht nur einmal auf der Karte, damit ich mich ja auch lohnt. Oh, Wolf, komm her. Ich habe noch keinen Wolf. Oh, frisst hat. Gibt bestimmt irgendwie was, wenn ich das ganze Wildleben in dieser Welt hier finde, ne? Na, oh, ich wollte das Auto weghauen. Okay. Dann ich will zwei Karte da. Hm. Oh. Ah, da steht sogar 3 von 6, 2 von 40. Okay, da steht sogar, wie viele von diesen. Okay, dann sind die halt nur limitiert. Alles klar. Gut, dann weiß ich auch mal, wenn ich irgendwann offscreen mache, wahrscheinlich. Neue Mut macht Son Gohan sich auf den Rückweg zu Piccolo, um sein Training fortzusetzen. Wie der Kampf gegen die Saiyans abläuft, hängt von Son Gohans Verbesserungen ab. Hm. Alles klar. Gott. Ich nehme an, jetzt kommen gleich die beiden Saiyajins und dann geht's so richtig ab. Also noch, weil nicht die Ruhe vor dem Sturm, mehr oder weniger. Hey, der Turm der Red Rim Army? Hey, dieses Zeichen, ich glaube, davon habe ich mein Papa schon mal vor langer Zeit erzählt. Ich glaube, es ist das Zeichen der bösen Red Ribbon Armee. Ich dachte, sie gäbe schon noch ewig nicht mehr, aber manche Bauwerke sind offenbar noch erhalten. Welche Roboter wurden auch programmiert, die Gebäude zu bewachen? Basen scheinen jetzt im Feld. Basen können mit Kirksversuchen zerstört werden und hinterlassen danach Gegenstände. Natürlich sind sie auch vom Gegner umgeben, also halt die Augen auf, wenn du sie in Erdbogen gleich machst. Na, machen wir doch mal. Okay, irgendwie tut ihn ja jemand beschützen. Okay. Powerproteine. Also Kugeln zu finden, das wird, weiß ich nicht. Weiß nicht, eine Herausforderung. Aber die werde ich auch alle finden. Medaillen nehmen. Schwarze Katze hatte ich noch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir jetzt mit Piccolo sprechen, dann kommen die beiden Saiyajins bald. Also tue ich erst einmal, was ist das hier? Also sind Berserker, ja. Tun die auch nur eine begrenzte Anzahl hier auftauchen oder? Also nur also Fragen, von die ich noch keine Antwort weiß. Da ist auch noch dann wahrscheinlich nicht schaden, die zusammen, ne? Was hat hier auf der Karte? Hier so ein Turm auf der Karte.
So, da geht die Story weiter. Gott, irgendwas kommt auf mich zu. Oh, hallo. Na? Kann ich ja Sachen kaufen? Nö. Ich dachte, das sah irgendwie so aus wie... Oder nicht? Das hätte man ja überhaupt machen können. So, mit Level 10 muss ich ja an diese Wand mal zurückkehren. Dann kann ich die, glaube ich, kaputt machen, ne? Irgendwie so was. Das was. Das wäre so ein Turm. Wenn ich einfach weit genug weg bin, dann können die mir gar nichts machen. So ein bisschen, nein, boah. So ein bisschen muss ich das noch lernen, ja, mit der Steuerung habe ich so ein Gefühl. Und da war irgendwie ein Dinosaurier, den ich noch gar nicht erledigt habe, glaube ich. Oder? Weil ich mache ja alles nur nicht irgendwie die Story, ne? Man kennt man ja auf diesem Kanal hoffentlich. Ihr kennt mich nicht. Aber ja, habe ich ihn jetzt gerade bekommen. Guck mal, was hier noch alles ist. Ist eigentlich irgendwo eine Quest. Sollte ich vielleicht mal drauf gucken. Ja, sieht nicht so aus. Was war das? Kochschürze oder irgendwie so was? So, ich werde mir jetzt mal einfach nichts kaufen oder so. Ich hoffe ja, wir kommen irgendwie klar. Aber ich sagen, wir gehen auf Richtung Piccolo und in der nächsten Folge machen wir dann die Story weiter, ne? Ich nehme an, ich meine, was kommt denn jetzt noch? Ne? Müssen wir noch mal gegen Piccolo kämpfen oder so? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, wir sind jetzt kurz davor, weiter der Story zu machen. Also ja, jetzt noch was, noch ein paar so Kugeln einsammeln, wenn wir schon mal dabei sind. Hat die habe ich auf Screen gesehen, genau. Gut, da Piccolo da hinten. Ey. Was so ein Berserker-Dingens. Okay. Wir sagen, ich beende mal hier. In der nächsten Folge gehen wir und wir suchen Piccolo. Und ja, dann geht es wahrscheinlich schon im nächsten Part ran an die Saiyajin-Saga. An den Großteil der Saiyajin-Saga. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte einen Abo, ein Like oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.